Liebe Rheinfelderinnen und Rheinfelder diesseits und jenseits des Rheines, Corona hat uns in Beschlag genommen, aber wir lassen uns nicht entmutigen und haben uns entschieden, unseren gemeinsamen Neujahrsempfang beider Rheinfelden digital zu veranstalten, in der gleichen Herzlichkeit, mit den gleichen Wünschen wie in den Vorjahren. Ich hätte gerne noch etwas gezündet, wie wir das gerne mal machen, wenn wir einander ein bisschen föppeln. Aber dieses Jahr haben wir das so nicht machen. Wir haben darum die beiden Videos aufgenommen, wo jeder eigentlich für sein Rheinfelden berichten tut. Trotzdem, unsere Zusammenarbeit hat nicht gelitten, auch wenn wir uns weniger getroffen haben. Wir haben uns gehört am Telefon und am Schluss haben wir sogar noch eine Plattformsitzung via Zoom gemacht. Liebe Rheinfelderinnen und Rheinfelder von beiden Rheinfelden, ich wünsche euch allen ein gutes 2021 und dass wir gleich wieder einander können so treffen können, wie wir das vor dieser Pandemie haben können. Liebe Rheinfelderinnen und Rheinfelder, der Blick zurück, wie vermaledeit war eigentlich das Jahr 2020? War der Auftakt noch verheißungsvoll, so hat uns das Covid-19-Virus mächtig durcheinandergebracht. Kein Olympia, keine Fußball-Europameisterschaft. Zweimal Lockdown mit Verzicht auf Kultur, Sport und Soziales. Die Schließung von Gaststätten, Hotels und Einzelhandel sowie Dienstleistungsbetrieben. In einzelnen Wochen sogar Verzicht auf den Kirchgang. Nur streng reglementierte Begegnungsmöglichkeiten. Kein Trottoirfest, Weihnachten im Corona-Modus, kein Silvester, beschränkter Zugang zum Rathaus, aber auch der Verlust von liebgewonnenen Menschen, Quarantäne ohne Ende. Auch in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit wurden die Aktivitäten heruntergefahren. Kein Tag des Rheinufer-Rundweges im Zuge der internationalen Bauausstellung Basel 2020, Brückensensationen und andere Highlights über die Grenzen hinweg wurden aufgeschoben. Alle Institutionen des Staates und der Gesellschaften befanden sich im Corona-Lernmodus. Politik reagierte nicht immer wegweisend. Aussagen bewegten sich von "Wir haben alles unter Kontrolle" des amerikanischen Nordpräsidenten Donald Trump bis hin zum ehrlichen Eingeständnis des deutschen Bundesgesundheitsministers Jens Spahn: Wir werden in ein paar Monaten wahrscheinlich viel einander zu verzeihen haben. Die Corona-Regularien wurden bei uns in Rheinfelden klar und deutlich formuliert und umgesetzt. Die Schutzvorkehrungen in Rheinfelden verliefen in Schulen, in Kindergärten, vor allen Dingen aber im Bürgerheim gut koordiniert. Die Stadt hat vergleichsweise überschaubare Zahlenentwicklungen bei Covid-19. Auch 2021 werden wir weiterhin mit der Corona-Pandemie leben müssen. Einschränkungen, der Verzicht auf Liebgewonnenes, manche Entbehrung im öffentlichen Leben und die Veränderung des Virus werden uns auch im neuen Jahr belasten. Dennoch ist es wichtig, ein Gegenbild zu zeichnen als ein Zeichen der Zuversicht. Dazu möchte ich drei Punkte benennen. Erstens, entschlossenes Handeln. Der Schweizer Pädagoge und Sozialreformer Johann Heinrich Pestalozzi hielt fest, dass Entschlossenheit im Unglück immer der halbe Weg zur Rettung ist. Wie in 2020 müssen wir besonnen und eindeutig die Möglichkeiten des Zusammenlebens in unserer Stadt definieren, in einer Balance zwischen Freiheitsrechten und Gesundheitsvorsorge. Darüber hinaus ist es erforderlich, die finanzielle Schieflage der Stadt mit entschlossenen Konzepten anzugehen, um mittelfristig wieder Handlungsspielraum bei Projekten und damit Zukunftsfähigkeit für die Stadt zu gewinnen. Schließlich müssen wir auch die Chancen der Digitalisierung nutzen. Zweitens gilt es, in die Zukunft zu investieren. Im Bereich der Bildung, in unsere Schulen, in der Kleinkindbetreuung, in weitere bunt gemischte Gruppen,
in mehr Schutz unseres Klimas, beispielsweise durch Ausbau des Wärmenetzes, in die grundlegende Sicherheit der Bevölkerung durch die Investition in das Feuerwehrzentralgebäude, aber auch in der Vorbereitung neuer Wohnstandorte in unserer Stadt. Drittens müssen wir uns auf die Werte unseres Gemeinschaftslebens in Solidarität berufen. Die Leistungsfähigkeit von Rheinfelden profitiert durch das ehrenamtliche Engagement, sei es in den Vereinen, in den Kirchen, in sozialen Diensten, Institutionen oder in losen Gruppen. Rheinfelden kann Solidarität und sollte gerade in schwierigen Zeiten mit diesem Fund wuchern. Unsere Stadt lebt von einem intakten gesellschaftlichen Leben mit vielen Anlässen, die von örtlichen Vereinen, den Kirchen, den Schulen und anderen Einrichtungen gestaltet werden. Dieses sollten wir vielleicht in neuen Formaten auch im vor uns liegenden Jahr beherzigen, damit wir an innerer Stärke gewinnen und Corona trotzen können. Den engagierten Menschen in unserer Stadt rufe ich zu, halten Sie es nicht mit dem Dichter Wilhelm Busch, der da niederschrieb, aber wehe, wehe, wenn ich auf das Ende sehe, sondern nehmen Sie es mit der amerikanischen Folksängerin Joan Baez, Handeln ist das Gegenmittel zur Verzweiflung. Oder mit den Worten des ehemaligen deutschen Bundeskanzlers Helmut Schmidt, in der Krise beweist sich der Charakter. Wir sind eine starke Gemeinschaft in Rheinfelden, die wir in 2021 mit Zuversicht entfalten können. Den Bürgerschaften beider Rheinfelden entbiete ich die besten Wünsche für ein gesundes, friedliches und erfolgreiches Jahr 2021. Ihr Klaus Eberhardt.